Wissenschaftler bezeichnen ja den Zustand der Verliebtheit als temporäres Irrsein. Also Herzrasen, feuchte Hände, weiche Knie, alles der ganz normale Wahnsinn. Und nach dem Rausch würde dann die Alltagsernüchterung folgen und wir würden anfangen, den anderen zu sehen, wie er wirklich ist. Bestenfalls. Jetzt wollen wir Frauen es ja in Gefühlsdingen immer ganz genau wissen. Deshalb stellen wir Fragen an Männer. Frauenfragen, ist klar. Ich glaube, eine der beliebtesten Frauenfragen ist zum Beispiel: Willst du allen Ernstes diese Krawatte zu dem Hemd anziehen? Meist blickt dann Rudi ratlos, weil solche Fragen stellt sich kein Mann. Männer fragen anders. Kurz, knapp, präzise. Bin ich schon drin? Aber es gibt eine ganz klare Nummer 1 in der Frauenfragen-Top 10. Das ist diese Frage, also wenn die kommt, da rollt der Mann mit den Augen, da weiß er nicht mehr, wohin mit sich. Aber sie kommt garantiert immer wieder. Das ist diese Frage: Woran denkst du? Antwort, wenn wir überhaupt eine kriegen: An nichts. Männer können das. Frauen nicht. Frauen denken immer. An Hochzeitstage, Diät, immer. Und was das Schlimmste ist, wir wollen darüber reden. Männer nicht. Männer sind, denke ich, manchmal so eine Art Gefühlssparschweine. Ja, da steckst du unheimlich viel rein. Ja, da steckst du unheimlich viel rein. Und am Ende denkst du dir: If I had a hammer.